Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Rise of the Tomb Raider. Und ich bin zwischen den Folgen, also zwischen dieser Folge und der letzten Folge, bin ich... Wo ist er sie? Schnauze! Bin ich schnell gereist in das alte Gebiet, um da die Taschen loszuschneiden mit dem Messer, was wir endlich haben. Langsam. Ihr sollt die Schnauze halten! Genau, und das hat aber nicht funktioniert. Also die ganzen Taschen, die ich da gesehen habe, die konnte man da gar nicht. Die konnte man da gar nicht runterschneiden. Und das hat mich sehr geärgert. Sehr geärgert. Und dann habe ich abgebrochen, diese Aufnahme, weil da war ich so sauer. ja, und wegen der Ladezeiten, da war halt nichts. Deswegen hier eine neue Folge, wo halt nichts passiert. Ich habe zwischendurch irgendwo noch 7 Mark gefunden, wundert euch nicht. Und dann bin ich wieder hierhin zurückgekommen. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, dieser Turm hier, ne? Ich glaube, da kann man doch noch irgendwie oben rauf. Und da ist ja auch hier so eine Kiste, ne? Und dann habe ich überlegt, wie machen wir das? Und jetzt gerade hier habe ich gesehen, kann man hier rauf. Und ich glaube, von hier aus kann man vielleicht da rüber. Kann das sein? Oh. Yes. Oh, oh, da muss ich nochmal springen. Oh. Bin ich tot? Nee. Das ist ein neues Grab. Also ich glaube hier kann man ganz schön viele Sachen erleben und machen. Und das finde ich sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir wieder hier hin. Hier hin, danke. Es ist sehr detailverliebt alles. Ich muss sagen, also es ist, man muss ja eigentlich, um diesem Spiel und den Leuten, die das gemacht haben, gerecht zu werden, muss man hier tatsächlich so ein bisschen mehr auch sich angucken. Als dass man jetzt hier einfach nur durchläuft. Also muss man nicht. Ich bin ja auch, ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja eigentlich ein Freund von einfach durch die Story durchrushen. Aber das hier ist doch, es ist so unglaublich gut gemacht. Aber es geht hier noch rum. So, was machen wir jetzt, ist die Frage. Da hoch, okay. Das hier würde nicht gehen im echten Leben, aber... Obwohl, kennt ihr diesen Spider-Man-Typen, der diese Kirche hochläuft? Alter. Der ist mega. Oh, geil. Okay, hier hat das Messer was gebracht. Hier würde ich jetzt gerne einfach so runterspringen im Körper. Oh, geht das? In den Brunnen rein? Das wäre so geil. Was machen wir jetzt nicht? Das teste ich nicht. Wir haben hier noch was. Da war auch eine Blitzsilo drin. Wo können wir jetzt hier? Wo können wir hin von hier aus? Dahin? Oh yeah, okay, da gehe ich gleich hin. Haben wir ja schon alles gesehen. Ich glaube ja. Hier haben wir noch das Ding abgemacht. Und ansonsten können wir hier nirgendwo mehr hin. Wir könnten wahrscheinlich da rauf springen. Aber da sterben wir, ne? Oh! Okay, oh, ah. Dann hätte ich auch in den scheiß Brunnen springen können. Okay. Ich nehme an, ich muss nochmal hoch. Nein. Nein, das Ding ist ab. Okay. Kiste liegt da. Kiste liegt da. Nehme ich. Hallo. Musik. Du brauchst jetzt nicht dramatisch werden. Es ist alles noch gut. Oh, das, sowas lohnt sich immer nicht so richtig. Aber, guck mal, was... Oh, mein Gott. Muss ich mich hier einfach runterlassen? Und jetzt? Und jetzt? Hä? Warum? Nee, jetzt sag bloß, Leute. Jetzt, Entschuldigung, ganz... Also, das muss ich jetzt testen. Das muss ich jetzt testen. Jetzt sag fucking bloß, dass man wirklich in diesen Brunnen einen Körper machen kann. Dann dreh ich durch. Ich muss da nochmal hoch. Ich muss da nochmal hoch. Mit dem Schneiden. Schnauze, habe ich gesagt. Mann, ey, die Leute, ne? Oh, hey. Warum denn nicht? Warum hat sie es jetzt nicht geschafft? Es ist... Nimm, was du findest. Es ist ein Mysterium. Könnt ihr mal aufhören zu reden, Leute? Es ist auch ein bisschen unhöflich. Oh, ich bin ganz ehrlich. Es ist auch ein bisschen unhöflich einfach, weißt du? Oh. Warum denn nicht? Warum geht das denn jetzt nicht mehr? Es ist doch... Ich will doch bloß einen Körper in den komischen Brunnen machen. Es kann doch nicht so schwer sein. Okay, jetzt lass mich bitte... Okay, warte mal. Ich sprinte noch nicht so ganz. Jetzt. Oh! Hä? Entschuldigung. Habe ich irgendwas... Verpasst mal irgendwas... Es ist doch, ich mache doch nichts anders, als ich das vorher gemacht habe. Ist das Seil noch da? Nee, das Seil ist natürlich nicht mehr da. Können wir das hier befestigen? Nee.
Andersrum geht's, aber hier, das ist natürlich, das geht nicht. Es ist unmöglich. Komm, bitte, bitte. Ja! Ja! Was war... Oh! Lara! Willst du mich verarschen? Ich werde diesen fucking Körper in diesen Brunnen machen, wenn das technisch möglich ist. Ich werde das tun! Ich lasse mich doch nicht abhalten! Außer von sowas hier! Ich kotze! Bleibe ruhig, bleibe ruhig. Lass dich nicht aufregen. Es ist alles in Ordnung. Ich komm. Okay, jetzt lassen wir das. Nein, wir lassen es nicht. Ich will jetzt diesen Körper machen von da oben. Und ich verstehe nicht, warum Lara sich jetzt nicht mehr an dem Scheißast festhält. Will mich das Spiel davon abhalten? Ist das irgendwie... Ist das geplant gewesen? Schon vor langer Hand? Ja, mich hier zu locken. Und dann kommt schon. Ja! So, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Was soll ich? Ah! Tut mir leid, Leute, wenn in dieser Folge nicht so viel passiert. Aber ich muss einen Körper in diesen Brunnen machen. Es ist eine Notwendigkeit. Wieso hängt sie sich nicht mehr auf? Ich kann ja auch keinen Knopf drücken, dass sie sich festhält, Leute. Es ist eine reine Automatik. Es ist eine reine Automatik. Es gibt keinen Knopf, den man drücken muss, damit sie sich dran festhält. Das macht sie ganz so ganz von sich aus. So. Muss ich... Ach so. Ich muss es genauso machen, wie ich es eben gemacht habe. Okay. Nicht aufregen, Freunde. Nicht aufregen, Freunde. Es ist alles gut. Gummibärchen. Alles klar. Lara? Lara? Körpertime? Es ist Körpertime, wenn du jetzt keinen richtigen Körper machst, bin ich sauer. Und nein, richtige Maustaste, ich treffe. Okay. Das zählt jetzt als Körper. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt, sie hat keinen Körper gemacht. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Wir haben damit jetzt 7 Minuten unseres schönen Lebens vergeudet. Es ist aber nicht so schlimm, denn yeah, optionale Mission verfügbar. Oh. Hallo, wir könnten Hilfe brauchen, falls ihr deshalb hier seid. Nope, tschüss. Doch, doch. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Du brauchst Hartholz? Ich wollte gerade sagen, Hartholz habe ich en masse. Jetzt haben wir das ihm schon gegeben. Jetzt brauchen wir noch Hirsch. Geil, ich muss jagen gehen. Nice. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Achso, hallo? Der Sturm hat eine Überschwemmung verursacht. Hat ein paar Wachtürme umgerissen. Das weiß ich doch schon. Und hier, guck mal hier. Guck mal hier, hier hängt noch so ein Kaninchen. Es ist auch schon so ein bisschen aufgeschnitten. Es wir ist. Improvisieren. Ist oh, Leute, ihr sollt nicht. Geben. Ihr sollt Schick nicht reden, wenn ich. Wenn der Kuchen was redet. Genau? Alle gehen für die Vorbereitung. Schneid das mal ab. Ich sag dir, so. Du musst fürs Erste improvisieren. Ja, es ist. Ich hab's ja verstanden. Wo krieg ich jetzt Hirsch her? Was wollte er haben? Sammeln Sie Hirschfälle. Muss das tatsächlich Hirsch sein? Oder kann das auch ein Kaninchen sein? Verstehe, was ich meine. Es ist ja eigentlich ist ja hier egal, was man da jetzt häutet. Hauptsache, es ist Haut. Beziehungsweise Fell. Ich guck mal. Ich guck mal, ob ich hier ein cooles Tier treffe, finde. Wir müssen das halt austesten, ob das egal ist. Entschuldigung, es tut mir leid. Wo ist er hin? Da. Okay, da haben wir jetzt ein Fell gekriegt. War das aber so ein Fell? Also ist es, wie gesagt, ist es egal, oder? Wolf im Hühnerpelz.
0 von 5 Hühnern gefangen. Was? Hühner fangen? Wo ist denn jetzt die Mission? Da. Okay, nein, er braucht tatsächlich Hirschfelle. Okay. Wie sieht so ein Hirschfell aus? Beziehungsweise, wo krieg... Warte mal, da war ein Bär eingezeichnet. Das heißt, wenn ich da rüber gehe, finde ich dann bestimmt Hirsche. Und was war das für eine Mission mit den Hühnern? Muss ich die töten? Ich habe doch letztens schon den Huhn getötet. Okay, da ist irgendwo ein nahegelegener Eingang. Ich bräuchte, da gehen wir auch noch rein, aber ich bräuchte halt einen Hirsch. Hallo? Okay, ich glaube, wir gehen rein, Leute. Es könnte sein, dass hier ein Bär ist. Dann nutzen wir endlich mal auch wieder unsere Giftpfeile. Oh ja. Oh. Oh. Können wir auch mit der AK schießen? Eigentlich schon, ne? Oh, das war's schon. Nice. Oh, der stinkt aber. So, jetzt hier. Ist das Hirschfell, wenn ich das hier rausnehme? Kann ich den bitte irgendwie... Ja. Was ist denn, Lara? Nimm mit das Ding. Wie viele Bärstücke kriegen wir da raus? Und was können wir nochmal damit machen? Das sind die wichtigen Fragen, die uns hier beschäftigen. Und hätte ich schon vorher noch einen Bär treffen können, oder? 6 Pfeile, geil. Pilze. Warte mal, können wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder Giftpfeile herstellen. Ach, jetzt haben wir wieder 3, okay. Nice. So, das hier ist aber ein Hirsch. 2. War das Hirsch? War das Hirsch? Nein. Warum nicht? Wo kriege ich den her? Wo kriege ich verdammtes Hirschfell her? Anscheinend nicht aus Hirschen. Ja, da gehen wir gleich rein. Ist hier noch irgendwas? Da. Ich wusste es. Danke. Das ist wie eine Minibar. Nur ohne Minibar. Und mehr so Erz. Komisch, dass es mir nicht angezeigt wurde, als ich Kuh gedrückt habe. Oder habe ich mir das eingebildet? Naja, egal. Komm, Lara, wir gehen rein. Endlich mal wieder eins von diesen komischen Gräbern, wo nie jemand drin war. Oh mein Gott. Ist jetzt Puzzle-Time eigentlich wieder, oder? Könnte eine längere Folge werden. Es ist Swimming-Time im Swimming-Pool. Schalalala, Tomb Raider. Okay. Was ist denn? Was ist denn jetzt? Atemgerät! Wir brauchen ein Atemgerät! Stand da gerade, dass wir hier ein Atemgerät brauchen? Ich mach nochmal. Okay. Fehlende Ausrüstung. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Atemgerät. Ich möchte das Atemgerät haben. Und wir sind völlig umsonst. Also wir sind nicht völlig umsonst hierher gekommen, aber. Aber unsere eigentlichen Ziele konnten wir jetzt nicht verfolgen. Erstens, 2x Hirschfell. Zweitens, geilen Shit in der geheimen Höhle finden. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Hier war keiner, weil hier der Bär immer abgegangen ist, oder was? So, ein ganz schön großes Gebiet dafür, dass hier eigentlich gar nichts ist. Ah. War ich hier lang? Kann ich hier lang? Was ist hier? Oh, Federn. Ich meine, will ich hier... Also, ich meine, hier ist ja der Hauptweg jetzt wieder, oder was? Eigentlich wollte ich ja noch 2 Hirschfälle besorgen. Warte mal, da hinten kann ich auch noch runter. Und dann kann ich da unten... Ach, guck mal hier. Leuchtet das grün. Na klar. Gut, dann gehen wir da jetzt runter. Dann müssen wir da hinten lang. Und jetzt sag bloß, ich kann hier nicht mehr rüber. Doch. Easy. Easy. Hallo Vögelchens. Hier geht's lang. Okay, den Weg habe ich irgendwie vorhin nicht gesehen. Aber ist ja klar. Es ist ja auch nicht so leicht, das hier zu sehen. Das ist aber auch hübsch, ne? Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier sehr, sehr hübsch ist. Das ist hier sehr, sehr hübsch. So, Abfahrt. Lass mich raten, hier laufen jetzt Hirsche rum. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Okay. Kein Problem.
Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Das fällt dir jetzt ein. Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Das, wieso sagst du mir das jetzt? Wo ich schon eine Mission angenommen habe. Gewehr freigeschaltet. Woohoo! Okay, ich muss zu dem Lagerfeuer, um das Gewehr zu nehmen. Aber ich will ja erstmal hier mit dem Bogen einfach arbeiten. Können wir uns hier nicht hinsetzen? Schade. Dann würde sie wieder so eine Weisheit raushauen wie, es ist so abgelegen, aber sehr schön. Wo kommt das Seil her? Hier, da müsste ich auch eigentlich... Müsste ich eigentlich hier runterspringen können. Trinity wird bald hier sein. Oh nein. Lara, was machen wir jetzt? Oh, das Gebiet hier ist mega krass, ne? Guck mal, hier leuchtet es ja so grün, ne? Das bedeutet doch eigentlich Nebenmission. Wenn ich mich recht erinnere. Oh, oh. Das war knapp. Entschuldigung, Herr Wachtmeister. Wo finde ich denn hier die nächsten Hirsch? Ich würde wahnsinnig gerne, würde ich hier mal einen Hirsch jetzt mal finden. Was ist das denn hier? Ist das so ein Gasleak? Ist es einfach nur Dekoration oder? Oh! Oh, hallo. Oh, ein Schuss! Ein Treffer. Geil. Das ist der neue Bogen, ne? Das ist, ich sag euch, das ist der neue Bogen. So, jetzt haben wir genug. Geil! Nice! Wie komme ich da jetzt hoch am schnellsten? Yeah. Geil. Wie, ich komme hier nicht. Wie, jetzt kommen wir nicht mit, da kommt sie nicht hoch. Die kommt doch da. Oh, okay. Alter, ich hätte nicht mehr so ein bisschen zollig geworden, wenn wir da nicht hochgekommen wären. Oh. Aber es ist alles nochmal gut gegangen. Alles nochmal gut gegangen. Haben Guten Sie Tag. Den Nachschub, den wir brauchen? Ja. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Kein Problem. Welcher Turm ist das da unten? Da! Oh Gott. Okay, und kannst du mir doch mal ganz kurz erzählen? Oh shit. Kann ich das hier abmachen? Nee, anscheinend nicht. Nahegelegenes Grab. Ja, das werden wir alles noch machen. Es ist easy. Jetzt mal ganz ruhig, Freunde. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Ach so. wie könnt ihr jetzt diese krassen Riesentürme des Todes reparieren mit so ein bisschen Hirschfell und dem anderen Schissel? Und dem scheiß Stock da. Vier Stöcke, oder was? Stöcker klingt auch lustig. Warte mal, da. Wir müssen ja super weit da lang laufen. Krass. Okay, ich werde jetzt nicht so viel hier die Gegend beachten, sondern das machen wir dann quasi, wenn wir wieder auf dem Rückweg sind. Das ist aber auch wirklich sehr schön, ne? Es ist aber auch wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Oh, guck mal, die haben sich echt Mühe gegeben. Beim Zusammenbasteln von dem ganzen Piss hier. Entschuldigung, dass ich so oft auf die Karte gucken muss. Aber so bin ich. Guck mal, hier ist wieder so ein Bodenfurz. Da ist ein Eichhörnchen. Ich würde die ja eigentlich töten, ne? Boah, krass. Verbündete in der Nähe. Ob es neue Mission verfügbar? Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Vielleicht. Ich muss aber kurz was abliefern. Ich bin dann gleich wieder da, ne? Oder bald. Ich komm wieder, Freunde. Ich komm wieder. Anscheinend habe ich echt nochmal eine Menge zu tun. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Muss ich nicht zu jemandem? Okay, ich geh erstmal runter. Hallo? 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 Muss ich das hier einfach nur hinlegen? Wollt ihr mich verarschen? Was muss ich hier jetzt machen? Muss ich da hoch? Muss ich da ernsthaft hoch?
Weil... Wieso sagt mir das Spiel nicht? Wieso sagt mir das Spiel nicht, was ich hier machen muss? Was denn jetzt? Haben wir schon wieder einen Panther hier irgendwo? Oh ja. Oder war das ein Luchs? Hallo? Ist das ein Tiger? Komm, du mir doch mal hier wieder zurück, du Nacken. Okay, wo muss ich hin? Da will ich ja offensichtlich nicht hin. Hallo? Was bist du denn? Bist du ein Tiger? Haben wir ihn? Nee, noch nicht. Oh. Wo muss ich lang? Oh, oh. Soll ich den Tiger mal fertig machen? Soll ich den Tiger mal fertig machen? Wo ist er denn hin? Ist es ein Tiger überhaupt? Oh, guck mal hier. Nehme ich. Ist der hier reingelaufen? Das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Okay, ich finde ihn nicht. Die Zeit wird knapp. Wie komme ich auf das Ding da? Ich würde sagen, man springt da einfach rauf, aber das wird das Spiel so nicht erlauben. Oder? Ja, warte mal, ist der Turm gemeint? Nee. Ist hier jemand? Hallo? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was willst du von mir, Spiel? Oh, guck, das bringt nichts. Also offensichtlich muss ich das Zeug zu diesem Turm bringen. Aber nicht offensichtlich ist wie. Hallo? Jemand zu Hause? Okay. Wir werden es rausfinden, Leute. Aber wir finden es, glaube ich, erst in der nächsten Folge raus. Weil, die Folge ist vorbei. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Erzählt mir doch mal, was ich machen soll. Okay, da kommen wir jetzt eh nicht rauf. Da hinten will ich auch gar nicht hin. Ich will die Sachen. Oder will ich da hin? Nee, da will ich auch nicht hin. Es ist doch immer weiß markiert, wo man ran kann, oder? Wie war das? Autsch! Sind wir tot? Ne, noch leben wir. Was? Wo muss ich? Muss ich hier? Ah! Ah! Okay. Das war eine sehr schwierige Geburt. Aber wir haben es doch geschafft. Ich freue mich sehr und ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wir uns hier ein bisschen austoben wollen. Wie gesagt, hier ist, glaube ich, einiges los, was man so erkunden und machen kann. Und es ist nicht so vollgeschneit und weiß wie in dem anderen Gebiet. Wo ist er? Wo ist er? Oh! Oh! Komm her! Wo bist du? Ah! Oh, shit! Oh, shit! Okay, warte mal. Das ist spannend. Das ist spannend. Wo ist er hin? Da hinten irgendwo. Das ist spannend. Das ist spannend. Komm her! Komm her! Haha! Oh! Zählen eigentlich meine Treffer von vorhin noch? Oh! Ah! Ah! Alter! Okay, das war nicht sehr hübsch. Aber wir haben ihn. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Und tschüss!